Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu TMTV mit einem Transfer-Ticker. Bringen wir euch wieder auf den neuesten Stand. Unsere Themen heute unter anderem: Divock Origi wechselt zu AC Milan. Dann der FC Bayern ist sich mit Leipzigs Konrad Leimer einig. Außerdem der BVB möchte Rafael Guerreiro abgeben und Wout Weghorst wechselt zu Beşiktaş Istanbul. Das und vieles mehr jetzt bei uns. Wir starten mit einigen fixen Deals des Tages und mit dem Wechsel von Divock Origi vom FC Liverpool zu AC Milan. Er ist also jetzt unter Dach und Fach. Der 27-jährige Mittelstürmer kommt ablösefrei von den Reds und unterschreibt bei den Rossoneri bis 2026. Der belgische Nationalspieler hatte seinen auslaufenden Kontrakt beim Team von Jürgen Klopp nicht verlängert und verlässt den LFC somit nach 8 Jahren. Bei Milan reiht sich Origi mit einem Marktwert von 12 Millionen Euro auf Platz 4 der wertvollsten ablösefreien Neuzugänge ein. Sargis Adamyan verlässt die TSG Hoffenheim wie erwartet endgültig und schließt sich dem ersten FC Köln an. Der 29-Jährige hält beim FC einen 4-Jahres-Vertrag bis Juni 2026. Bei Köln ist der Armenier der mittlerweile 6. Neuzugang. Nach TM-Informationen fließen 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer. Weitere 500.000 Euro an Boni sind möglich. Verstärkung für das königsblaue Abwehrzentrum. Der FC Schalke 04 verpflichtet den Kapitän der japanischen Nationalmannschaft Maya Yoshida für zunächst ein Jahr, das Ganze ablösefrei. Vereinbart wurde zudem eine Option auf eine weitere Saison. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger war zuletzt für etwa 2,5 Jahre bei Sampdoria Genua in der italienischen Serie A aktiv. Hertha BSC wappnet sich für den sich anbahnenden Abgang von Santiago Ascacibar, der die Berliner verlassen möchte. Der 25-jährige kroatische Mittelfeldspieler Ivan Sunjic kommt vom Championship-Club Birmingham City und wird für eine Spielzeit ausgeliehen, inklusive Kaufoption. Arminia Bielefeld hat nach dem Bundesliga-Abstieg einen alten Bekannten verpflichtet, Marc Radkowski, der bereits 2011, 2012 leihweise beim DSC spielte, kommt von Schalke 04 und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 32-Jährige gastierte im Trainingslager der Arminia und hat dort offensichtlich überzeugt. Rekordeinkauf für den FC Porto. Der portugiesische Meister hat Innenverteidiger David Carmo verpflichtet. Der 22-Jährige kommt für 20 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 2,5 Millionen Euro vom SC Braga und unterschreibt bis 2027. Inklusive aller Zusatzzahlungen avanciert Carmo zum Rekordneuzugang des Clubs. Auch um einen Wechsel zum VfL Wolfsburg hatte es zuletzt Gerüchte gegeben. Ein Ex-Wolfsburger, er wechselt nun zu Beşiktaş Istanbul, der Deal in trockenen Tüchern. Wout Weghorst verlässt Premier League-Absteiger FC Burnley, zunächst auf Leihbasis für eine Saison. Eine Leihgebühr an Burnley wird für Beşiktaş nicht fällig, dafür wird das Nettogehalt des Niederländers in Höhe von 2,8 Millionen Euro von den Istanbulern übernommen. Ein Bonus von 200.000 Euro könnte dazukommen. Von einer Kaufoption ist nicht die Rede, sie könnte aber Bestandteil des Deals sein. Manchester United hat derweil den ersten Neuzugang unter dem neuen Trainer Erik ten Hag perfekt gemacht und sich mit Linksverteidiger Tyrell Malacia von Feyenoord Rotterdam verstärkt. Bei den Red Devils erhält der niederländische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro Ablöse, weitere 2 Millionen Euro sind möglich. Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest verliert nach 3 gemeinsamen Jahren seinen Torhüter Brice Samba an den RC Lens. Der 28 Jahre alte Kongolese erhält beim Ligue 1 Club einen Vertrag über 5 Jahre und soll Lens 5 Millionen Euro kosten. Nottingham hatte zuletzt vorgesorgt und Keeper Dean Henderson von Manchester United ausgeliehen. Wir starten in unsere Gerüchteküche mit einer Personalie, die den FC Bayern München betrifft, Konrad Leimer. Die Münchner haben ja großes Interesse am Spieler, mit dem Julian Nagelsmann bereits bei RB zusammengearbeitet hat. Laut Sport-Bild-Reporter Christian Falk ist sich der FCB mit dem Spieler über einen Transfer einig. Der Österreicher soll RB Leipzig demnach auch schon mitgeteilt haben, dass er zu den Münchnern wechseln will. Entweder in diesem Sommer oder im nächsten Jahr ablösefrei, wenn sein Kontrakt
in Sachsen ausläuft. Der Mittelfeldspieler gilt als absoluter Wunschakteur von Ex-RB-Coach Julian Nagelsmann. Laut Sky gibt es aktuell allerdings keine Bewegung im Transfer-Poker. Das liegt daran, dass Leipzig weiterhin 25 bis 30 Millionen Euro fordert. Eine Summe, die die Bayern nicht bereit sind zu zahlen. Die Münchner dennoch eher gelassen. Der Spieler will ja nach München wechseln. Zudem rechnet man damit, dass RB es nicht so weit kommen lässt, Leimer 2023 ablösefrei zu verlieren. Laut Sky Infos will Leimer allerdings keinen Wechsel forcieren. Der 25-Jährige will Probleme mit RB vermeiden und professionell bleiben. Nach dem Abgang von Stürmer Guido Burgstaller befindet sich der FC St. Pauli auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut der Hamburger Morgenpost hat man nun Interesse an Ex-Nürnberg-Profi Michael Ischak, der aktuell und noch bis 2023 bei Lech Posen unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison erzielte der schwedische Torjäger 18 Treffer in der Extraklasa, führte sein Team als Kapitän zur Meisterschaft. In Deutschland spielte er schon für den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Köln. Die größte Herausforderung für die Hamburger seien aber die Finanzen. Posen will seinen Stürmer nämlich eigentlich gar nicht verkaufen und es soll auch Angebote aus Saudi-Arabien geben. 19 Tore, 8 Assists, das Ganze in 34 Zweitligaeinsätzen. 2021-22 war die bisher erfolgreichste Saison in der Karriere des Niklas Füllkrug. Die Frage aber weiterhin, bleibt er denn bei Werder und wenn ja, zu welchen Konditionen oder gibt es doch noch einen Wechsel? Laut Sportbild liegen dem Angreifer 4 Angebote vor, jeweils eins aus der Bundesliga, der Serie A, aus La Liga und aus der serbischen Liga. Für einen Verbleib in Bremen stelle Füllkrug indes Bedingungen. Verlängerung um 2 Jahre statt nur um eines. Zudem würde Füllkrug zwar aufgrund der finanziellen Situation von Bremen eine Gehaltssenkung akzeptieren, jedoch nicht um 50%. Füllkrug soll aktuell rund 2,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Die Sportbild spekuliert, dass sich beide Seiten im neuen Vertrag ab 2023 auf eine Summe von 1,7 bis 2 Millionen Euro plus Erfolgsprämien einigen könnten. Nach Informationen von Sport1 hat Borussia Dortmund ein Gespräch mit Rafael Guerreiro geführt und sich dabei offen für einen Abgang des Portugiesen gezeigt. Eine Ablöse von 20 Millionen Euro würde den Schwarz-Gelben demnach vorschweben. Die Einnahmen möchte man gerne in einen Transfer von Hoffenheims David Raum investieren. Das Problem? Guerreiro selbst möchte eigentlich gar nicht gehen. Er fühle sich mit seiner Familie im Ruhrgebiet wohl und wolle seine Kinder nicht aus ihrem gewohnten Umfeld reißen. Vielmehr stelle er sich weiterhin eine Vertragsverlängerung des bis 2023 gültigen Arbeitspapiers vor. 405 Bundesliga-Minuten und 4 Einsätze in der Champions League kann Linksverteidiger Omar Richards nach seiner ersten Saison beim FC Bayern auf der Habenseite verbuchen. Nach seinem Wechsel vom FC Reading im vergangenen Sommer könnte es nun, trotz Vertrages bis 2025, zu einer Rückkehr auf die Insel kommen. Laut Sky-Infos befinden sich Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest und der FCB in Verhandlungen über einen möglichen Transfer. Der Rekordmeister sei prinzipiell bereit, den Abwehrspieler ziehen zu lassen. Die geforderte Ablösesumme bewegt sich zwischen 10 und 12 Millionen Euro. Eine Entscheidung dürfte noch nicht gefallen sein. Und auch dem VfB Stuttgart wird ja Interesse nachgesagt. Eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich erscheint hier allerdings fraglich. Realistischer hier schon eher ein Leihgeschäft. Das war TMTV für heute, der neueste Stand der Dinge in Sachen Transfers und Gerüchte. Morgen gibt's uns wieder, dann mit dem Kollegen Nico Pomarenke. Bis dahin, einen schönen Abend, macht's gut.